Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tour von mir. Ja, ich bin heute mal wieder so ein bisschen in Jena unterwegs, also zumindest hier wieder in den Bergen. Ja, heute ist wieder weiß. Ja, und da will ich mal noch so ein bisschen auf der Saale-Horizontale mal so eine kleine Wintertour machen. Ja, also wenn du Lust hast, wieder dabei zu sein, ja, dann komm einfach mit und viel Spaß mit diesem Video. Ich bin ja wieder üblicherweise von dem Parkplatz Steinkreuz gestartet. Steinkreuz ist eigentlich ein guter zentraler Parkplatz, wo man viele, viele Wanderungen machen kann. Also da habe ich, wie gesagt, heute auch wieder geparkt. Ich bin übrigens die Strecke auch schon mal so zum Teil meistens gegangen. Ich will sie bloß heute noch mal im Winter gehen. Ja, mal gucken, wie die Landschaft da so in dieser ausgesetzten Gegend ist. Jetzt geht es erstmal den Berg hier runter Richtung Fürstenbrunn. Da war ich ja auch schon mehrfach. Ja, hier kommt jetzt dieses besagte Schild. Geradeaus ist dann, wie gesagt, gleich der Fürstenbrunn. Und ich muss jetzt hier rechts den Berg hoch. Und da bin ich schon direkt auf der Saalhorizontalen. Hier ist dann auch schon das Schild. Also hier wieder den Berg rauf. Ja, ich bin gerade erst runtergelaufen. Warum jetzt nicht wieder bergauf laufen? Irgendwie muss man ja warm werden. Ja, da schauen wir doch mal, wie schön und ausgesetzt diese Wege hier im Winter sind. Also das ist doch ein Traumbild, oder? Auch wenn das nicht heute so wahnsinnig besonders viel Schnee ist, aber ein bisschen weiß, das reicht schon, um eine verzaubernde Landschaft zu kriegen. Eigentlich kann man hier fast die Kamera gar nicht ausmachen, weil der Ausblick ist einfach immer grandios. Was man natürlich heute hier hat, es ist eine richtig frische Brise, die einen hier ins Gesicht weht. Aber trotzdem nicht schlimm, richtig gesunde Luft. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich meine ja, der Parkplatz, wo ich heute da parke, der hat sich plötzlicherweise richtig pralle jetzt gefüllt. Ja, aber bis jetzt hält sich in Grenzen mit Leute treffen, weil ich glaube, die wollen alle heute mit einem Schlitten unterwegs sein, mit ihren Kindern, die anderen noch ein bisschen mit dem Hund. Ja, aber wer läuft schon diese schmalen Wege hier? Also ich mache das. Ja, also bis jetzt bereue ich das nicht. Sind wirklich wenig Leute unterwegs. Ja, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Ferne. Also da hinten ist, wie gesagt, Jena. Und dazu ist das alles so ein bisschen leicht verschneit. Und ansonsten geht es ja immer schön am Felsrand weiter. Ja, immer auf dieser Ebene bleiben. Da kann nichts verkehrt gehen. Ja, langsam bin ich auch schon wieder auf Temperatur. Ja, jetzt muss man mal ein bisschen langsamer machen, damit man dann bei diesen kalten Temperaturen nicht so wahnsinnig schwitzt. Das ist nämlich dann auch wieder Gift. Man muss immer so das gute Mittel finden und sich nicht zu warm anziehen. So, an dieser Stelle muss man jetzt ein bisschen bedachter laufen. Nicht, dass ich hier wegrutsche, weil hier geht's dicht im Berg runter. Aber genial, diese Felswände.
So, ein weiterer schöner Blick hier auf Jena. Jetzt bin ich ein bisschen näher dran. Ja, wir kommen dann noch ein bisschen näher. Das ist noch nicht das Nächste. Aber was ich heute wieder sagen muss, trotz dass wir keinen Sonnenschein haben, ist es wieder ein sehr spannender Himmel. Ja, das gefällt mir heute wieder echt besonders. Dieses diffuse Licht. So, nochmal ein Blick hier rüben auf diesen Berg. Da unterhalb ist so ein abgebrochener Felsen. Ja, drüber geht der Weg. Also, ja, da ist zwar ein Geländer, aber ansonsten wäre es ein bisschen gefährlich. Ich kann euch echt nur sagen, man kann sich echt nicht satt sehen an diesen Felsen. Ja, paradiesischer geht's gar nicht. Ja, da hinten im Hintergrund, da drückt sich so ein bisschen das Sonnenlicht durch. Ja, ich weiß nicht, ob es heute die Sonne schaffen wird. Ja, jetzt bin ich an dieser Stelle, wo dieser Bergrutsch stattgefunden hat. Und da ist das hier die Diebeskrippe. Ja, das ist so ein geologisches Teil, wo der Fels sich so ein bisschen abgespalten hat. Also wie man sehen kann, ist hier der richtige Fels und dann ist hier so eine Art Tal und das hier hat sich abgespalten. Ja, ist halt so. Das letzte Mal bin ich da oben lang gelaufen über die Klippe. Das werde ich heute schleunigst sein lassen. So, dann gehen wir mal weiter. Ich habe nämlich noch ein bisschen Weg vor mir. Heute finde ich das auch übrigens gar nicht so schlimm, dass es gar nicht grün ist. Ja, Felsen sehen nämlich im Winter mindestens genauso interessant aus. Vor allem, wenn sie so ein bisschen überpudert sind, gefällt mir das eigentlich am allerbesten. So, jetzt geht es hier vorne noch ein bisschen ausgesetzter weiter. Ja, und so geht es halt immer so weiter. Ja, und wenn ich mir überlege, hier ist die Stadt schon wieder ein bisschen größer geworden. Denn ich bin nämlich noch ein Stückchen näher dran. Aber gleich geht es hier vorne um die Kurve an den Fels. Dann sehen wir mal ein anderes Stadtteil. Es gibt Momente, da ändert sich der Himmel immer mal so ein bisschen. Und da hinten ist es richtig helle geworden. Also zumindest ein unterer Streifen in den Wolkenhimmel. Ja, das liebe ich einfach nur. Das ist einfach das Geniale hier im Winter. Nicht dieser blanke Sonnenschein, der ist immer so, naja, sag ich mal so ein bisschen monoton. Das hier ist viel interessanter. So, dann gehen wir mal weiter. Genug geguckt. Thank you.
Ja, jetzt bin ich ja vorne am Zipfel angekommen. Jetzt bin ich wirklich sehr stadtnah. Ja. Denn ab hier geht es dann erstmal im Berg ein bisschen wieder rum, bis ich dann wieder die Strecke zurückgehe. Ja, wirklich eine total easy Strecke zurzeit. Ja, was kann man noch dazu sagen? Einfach nur fantastisch die Aussichten. Aber das bin ich ja schon von hier gewöhnt. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu sagen. So, hier wieder eine weitere Ecke. Ja. Und nochmal ein schöner Blick. Ja, jetzt sind wir schon wieder an dieser Studentenrutsche. Ja, hier sind mal irgendwie Studenten runtergerutscht. Also genaueres findet ihr im Internet. Ich lese das heute nicht nochmal vor. Ja, vor mir das Stadion von Jena. Ich glaube, das letzte Mal war hier irgendwie noch im Bau. Jetzt sieht das irgendwie fertig aus. Ja, das ist hier wirklich ein kleiner Abschnitt. Da kann man wirklich mal so ein bisschen in die Stadt schweifen und gucken, was es da alles so Schönes gibt. Also man sollte nicht so schnell vorbeilaufen. Man sollte es auch nicht negativ sehen, dass die Autos ein bisschen Krach machen, sondern man hat wirklich einen wunderschönen Blick in die Stadt, wenn man da so runterguckt. Aber man sollte immer bedenken, es geht hier steil nach unten. Gut, an dieser Ecke sind noch einmal ein paar schöne Bänke und hier wieder ein wunderschöner Blick nach da unten. Und vor einem liegt ja wirklich das Stadion. Ja, da kann man ja fast beim Fußballspielen zugucken. Aber leider ist das Stadion oben zu, da sieht man nicht viel. Gut, hier ein weiteres Schild. Jetzt geht es hier geradeaus wieder die Saalhorizontale. Und wenn ich jetzt hier den Berg runtergehen würde, würde ich in die Teufelslöcher gehen. Ja, was die Teufelslöcher sind, das weiß ich natürlich nicht. Kann ich mir mal später irgendwann mal angucken. Ich gehe heute erstmal hier geradeaus weiter. Ja, hier ist jetzt wieder ein Schild, Etappe 2, ja, von der Saalehorizontalen. Ich denke mal, hier fängt auch die Etappe 2 an. Würde sich ja natürlich an dieser Stelle auch anbieten, weil man hier stadtnah runtergehen kann. Ja, also ich gehe jetzt erstmal hier wieder noch ein Stückchen weiter Richtung Fuchsturm. Ja, und dann biege ich schon wieder rechtzeitig zum Steinkreuzparkplatz ab. Und das wird das auch mein Ende für heute sein. Jetzt bin ich zwar auf der anderen Seite des Berges. Ja, auf der Seite sind jetzt Bäume. Ja, da ist es nicht ganz so felsig spektakulär, aber trotzdem, es bleibt so ein gleichmäßiger, schmaler Weg und vor allen Dingen, es hat wenig Höhenmeter, also dieser Abschnitt natürlich nicht. Ja, sehr angenehm. Hier auf der anderen Seite, da kann man schon so ein bisschen den Fuchsturm oben erkennen. Ja, im Sommer habe ich es nicht erkannt. Jetzt sind ja keine Blätter auf den Bäumen. Jetzt kann man ja mal ein bisschen durch die Bäume gucken. Jetzt wird es natürlich nichts mehr groß hier zu entdecken geben. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nur noch hier diesen Weg noch ein Stückchen hin, die anderthalb Kilometer. Ja, und dann geht's direkt auf den Parkplatz. Auch nicht sehr spektakulär noch. Das sage ich erst einmal, da werde ich mich erst mal hier verabschieden für heute. Ja, ich habe wirklich eine kleine, schöne, feine Runde gehabt. Also die eine Seite waren diese ganzen
schmalen Weg an den Felsen und auf der anderen Seite gemütlicher Weg hier durch den Wald. Es hat auch hier im Wald nicht so gezogen. Das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil, den ich da auf der anderen Seite nicht hatte. Da hat mir der kalte Wind ins Gesicht geblasen. Ja, sind eben dann immer diese Unterschiede. Ja, das macht die Runde so aus. Ja, so, mehr gibt es da eigentlich hier nicht zu sagen. Alles nicht so wahnsinnig spektakulär. Man hat wirklich eine ganz gemütliche Runde gelaufen. So, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ups, scheiße.